Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video, und heute geht es um das Thema, wie erstelle ich mir eigentlich einen Trainingsplan, weil ganz viele Leute fragen mich immer wieder, wie erstelle ich einen Trainingsplan oder hey, ich brauche mal einen Trainingsplan, und eigentlich ist das ganze Wissen schon online. Das heißt, eigentlich müsstet ihr nur ein bisschen recherchieren und dann ist das Ganze schon für euch verfügbar. Aber um euch dennoch da ein bisschen was zu erklären, drehe ich jetzt heute dieses Video, und alle Infos dazu bekommt ihr auch nochmal zusammengefasst unten in der Beschreibung in einem Download-Link. Das ist ein PDF zum Trainingsplan erstellen, und die könnt ihr völlig kostenlos downloaden. Und ja, viel Spaß mit diesem Video. Tausende Stunden Training und einfach drauf lospumpen sind natürlich sinnlos ohne den richtigen Trainingsplan. Das heißt, man kann viel, viel Zeit sparen, wenn man den richtigen Trainingsplan hat und von vornherein richtig trainiert. Ja, das allererste ist natürlich wichtig, was ihr wissen müsst, ist, was ist denn euer Ziel? Wollt ihr Muskulatur aufbauen? Wollt ihr Ausdauer trainieren? Oder wollt ihr abnehmen? Ne? Also ihr müsst als allererstes euer Ziel festlegen, damit ihr überhaupt wisst, wo geht euer Trainingsplan hin. Punkt Nummer 2 ist euer Leistungsstand. Das heißt, ihr müsst natürlich genau wissen, wo stehe ich jetzt? Bin ich schon fortgeschritten? Bin ich Anfänger? Wenn ihr Anfänger seid zum Beispiel, solltet ihr mit einem Ganzkörpertrainingsplan einsteigen. Wenn ihr fortgeschritten seid, dann müsst ihr schon wahrscheinlich so ein bisschen die Muskulatur aufsplitten. Und natürlich sollt ihr euch auch nicht überfordern, ja? Ihr braucht ja die Regeneration, um den Muskel auch wirklich aufzubauen. Und wenn ihr das ja nicht wisst, auf welchem Leistungsstand ihr seid, dann ist das Ganze natürlich vergebens. Dann Punkt Nummer 3, wo möchtest du denn eigentlich trainieren? Also bist du eher so der Typ, der zu Hause trainiert? Bist du eher jemand, der ins Fitnessstudio geht? Möchtest du eher Kurse machen? Möchtest du funktionell trainieren? Möchtest du mit Gewichten trainieren? Wo möchtest du trainieren? Das ist natürlich super, super wichtig, um später die Übungen festzulegen und dann auch euren Trainingsplan festzuschrauben. Punkt Nummer 4 ist, wie viel Zeit hast du für dein Training? Ja? Bei mir ist zum Beispiel so, das wechselt immer so ein bisschen. Manchmal habe ich viel Zeit, dann kann ich auch so 1,5 Stunden im Gym bleiben. Und manchmal habe ich wenig Zeit, da habe ich nur 30 bis 45 Minuten. Und je nachdem müsst ihr natürlich da auch euren Trainingsplan stricken. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel viel Zeit habt, dann könnt ihr auch trainieren in Richtung viel Kraft aufbauen. Ja? Das heißt, ihr macht zum Beispiel 5x5 Sätze, und da habt ihr aber lange Satzpausen dazwischen. Da dauert eine Übung schon mal richtig, richtig lange. Wenn ihr wenig Zeit habt, dann müsst ihr wahrscheinlich mehr Supersätze einbauen, um trotzdem einen Muskelreiz einzubauen. Ja? Das heißt, da müsst ihr euch auch im Klaren drüber werden, wie viel Zeit habe ich zur Verfügung und wie oft kann ich die Woche auch trainieren gehen. Wenn ihr jetzt nur einmal die Woche Zeit habt, dann bleibt euch nichts anderes übrig, als einen Ganzkörpertrainingsplan zu machen. Genauso, wenn ihr zweimal die Woche Zeit habt, dann bleibt euch eigentlich fast auch nichts anderes übrig. Heißt, legt fest, wie viel Zeit habt ihr, und danach könnt ihr dann auch euer Training richten. Ja, Punkt Nummer 6, welche Übungen solltest du eigentlich machen? Die Übungen, die du machen solltest, hängen stark davon ab, wie ist denn gerade dein Trainingslevel. Das heißt, bist du schon fortgeschritten, wirst du wahrscheinlich eher mit viel freien Gewichten trainieren und nicht mehr so viel geführt. Wenn du allerdings noch Anfänger bist, wirst du eher an Geräten trainieren und erstmal die Bewegungsabfolge lernen, den Muskel ansteuern lernen und solche Sachen. Heißt, das ist sehr, sehr stark davon abhängig, was du für ein Trainingslevel hast. Wenn du jetzt fortgeschritten bist, dann kannst du eigentlich theoretisch alles trainieren. Wenn du Anfänger bist, dann würde ich wirklich dir raten, geh erstmal an die Geräte, lerne erstmal deine Muskulatur anzusteuern, ehe du da frei trainierst und gar nicht den Muskel triffst und dir da einen abrackerst und im Endeffekt gar nicht so viel Erfolg hast. Allgemeine Tipps zum Training an sich und zu deinem Trainingsplan: Du sollst deinen Trainingsplan auf jeden Fall nach einer Zeit wechseln, weil dein Körper gewöhnt sich halt auch an diesen Trainingsplan. Ja? Das heißt, am Anfang hast du Reize und dein Körper passt sich an, und dadurch hast du Superkompensation, das heißt Leistungssteigerung. Allerdings gewöhnt sich dein Körper daran, und das heißt, du musst irgendwann den Trainingsplan wieder wechseln. um immer wieder neue Reize zu setzen. Für ein Trainingstagebuch, das ist einerseits gut, weil du immer genau weißt, was hast du wann zu tun, aber auch wie hast du dich verbessert. Und wenn du immer diese Erfolge siehst, dann bleibst du auch länger motiviert und du möchtest auch natürlich besser werden. Ja? Deswegen für ein Trainingstagebuch, das ist auf jeden Fall eine coole Sache. Ja, und der allerwichtigste Tipp, mach den ersten Schritt. Also geh einfach ins Gym, leg einfach los, red nicht so lange, sondern mach es einfach. Und das ist eigentlich der allerwichtigste Tipp überhaupt. Ja, beim Trainingsplan gibt es natürlich jetzt auch verschiedene Trainingssysteme. Es gibt zum Beispiel ein Pyramidensystem, es gibt ein Leitersystem, es gibt Dropsätze, es gibt Supersätze, es gibt Anordnungen, wie sollst du deinen Muskel trainieren, Antagonist und hin und her. Das ist alles ein bisschen komplizierter. Diese ganzen Themen habe ich euch aber in der PDF unten in der Beschreibung zusammengepackt, damit ihr das einmal nachlesen könnt und vielleicht ein bisschen besser versteht. Wenn ihr dazu Fragen habt, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar Tipps geben, wie ihr euren Trainingsplan gestalten könnt. Ihr findet online wirklich alles Mögliche. Es gibt so viele Trainingspläne sogar schon online und die sind alle gar nicht so falsch, wenn ihr diese Regeln anwendet, die ich euch jetzt hier in diesem Video gesagt habe. Das heißt, wenn ihr aus irgendeinem Forum einen Trainingsplan nehmt, ja, dann passt den auf euch an, nach den Kriterien, die ihr jetzt hier in diesem Video gesehen habt und die ihr danach in der PDF auch nochmal nachlesen könnt. Und dann passt das Ganze auch wieder, weil wenn ihr einfach einen Trainingsplan von irgendwem kopiert, dann werdet ihr nicht so aussehen wie der, sondern das passt einfach gar nicht auf euch, es ist nicht auf euch zugeschnitten. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen, ich hoffe, es konnte euch ein bisschen weiterbringen. Viel Spaß mit der PDF. Und beim Training, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao.